Mehr direkte Demokratie in Deutschland. Dafür warben die Freien Wähler bei einer öffentlichen Kundgebung auf dem Berliner Alexanderplatz. Dem Fraktionsvorsitzenden Hubert Aiwanger ist das gerade in diesem Jahr in Bezug auf die Wahl des Bundespräsidenten ein wichtiges Anliegen. Wir Freien Wähler sind dafür, dass die Bürger bei vielen wichtigen Entscheidungen, die ja die ganze Nation betreffen, besser eingebunden werden. Stichworte waren ja die Einführung des Euro oder dann die Euro-Rettungsschirmpolitik oder Erweiterungen der EU. Bis hin zur Flüchtlingspolitik müsste man die Meinung des Volkes besser einbinden und eben Mehrheiten hinter sich haben, wenn man politische Entscheidungen trifft. Und deshalb sind wir der Überzeugung, wir müssen das Volk mehr fragen. Die Freien Wähler setzen sich seit Jahren für eine Direktwahl des Bundespräsidenten durch das Volk ein. Sie argumentieren, dies würde dazu beitragen, dass die Bürger den Bundespräsidenten als echten Bürgerpräsidenten wahrnehmen. Mit Alexander Holt haben die Freien Wähler deshalb erstmals einen eigenen Kandidaten in die Bundesversammlung geschickt. Ich glaube, nach 70 Jahren Demokratie kann man das Grundgesetz endlich ändern und kann den Bürgern mehr zutrauen, kann ihnen zutrauen, ihr Staatsoberhaupt selbst zu wählen. So wie es im Moment läuft, es ist ja ungefähr so, wie wenn der Schulleiter bestimmt, wer Klassensprecher wird. Und das hat wenig mit Demokratie zu tun, sorgt aber viel für Demokratieverdrossenheit. Und deswegen bin ich der Meinung, lass uns beim nächsten Mal den Bundespräsidenten direkt wählen. Während der Demonstration auf dem Alexanderplatz konnten die Menschen darüber abstimmen, ob sie den Bundespräsidenten künftig direkt wählen wollen. Symbolisch, versteht sich. Das Ergebnis wurde dann am Vorabend der Bundesversammlung bei einem Empfang der Freien Wähler bekannt gegeben. Mehr als 95% der abgegebenen Stimmen bei dieser Umfrage waren für eine Direktwahl des Bundespräsidenten. Sonntagmittag dann hatten bei der 16. Bundesversammlung 1260 Wahlfrauen und Männer über den neuen Bundespräsidenten zu entscheiden. Die Freien Wähler verfügten dabei über nur 11 Stimmen, für Alexander Holt haben allerdings insgesamt 25 Wahlleute gestimmt. Das ist ein wirklich großer Erfolg, aber die blanke Anzahl der Stimmen ist gar nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass diese Kampagne zur Bundespräsidentenkandidatur den Freien Wählern sehr viel Selbstvertrauen, sehr viel Aufwind gegeben hat, Schwung, den wir jetzt mitnehmen sollten. Es hat auch bewirkt, dass sehr viele Freie Wähler inzwischen verstanden haben, dass wir uns auch jenseits der Kommunen engagieren müssen, wenn wir in den Kommunen wirklich vernünftig Arbeit machen wollen. Ich war das letzte Mal dabei und da haben wir den Kandidaten unterstützt, der es dann auch geworden ist. Wir wussten diesmal, wir haben einen Superkandidaten. Er ist ein Bürgerpräsident, er wäre einer gewesen. Und natürlich wussten wir aber auch, dass es ein Frank-Walter Steinmeier sein wird. Er wird sicher ein guter Präsident sein, aber wie gesagt, es ist nicht der Präsident von den Herzen der Freien Wähler. Wir sind mit unserem Ergebnis sehr zufrieden. Wir haben bei 11 eigenen Wahlleuten 25 Stimmen für Alexander Holt bekommen. Also danke auch an die Fremdgeher der anderen Parteien, die den Alexander Holt besser gefunden haben als die eigenen Kandidaten. Und jetzt gilt es einfach, mit dieser Kampagne weiterzumachen, für mehr Demokratie in Deutschland zu kämpfen. Die Direktwahl des Bundespräsidenten war ja unser großes Ziel. Das Ergebnis war voraussehbar. Was nicht voraussehbar war, war unser hervorragendes Ergebnis, das unser Kandidat Holt gehabt hat, wenn man die Stimmen mehr als verdoppelt. Ja, das ist doch eine Aufbruchstimmung, das ist eine Zustimmung zu unserem Kandidaten, zu unserem Konzept. Und was will man mehr? Es ist ein tolles Ergebnis und es freut mich unwahrscheinlich. Im Gesamtbetrachtung muss man aber sagen, es wäre schon schön gewesen, wenn ein paar mehr unseren Kandidaten unterstützt hätten, zumal es über 100 Stimmen gegeben hat, die sich nur enthalten haben. Demokratie lebt vom Mitmachen und insbesondere von der Möglichkeit, dass die Menschen zwischen mehreren Kandidaten für ein Amt wählen können. Davon sind die Freien Wähler überzeugt. Ihr Ziel, mehr direkte Demokratie in Deutschland, werden sie natürlich weiterverfolgen. Denn eines Tages soll der Bundespräsident direkt vom Volk gewählt werden. Das Instrument Bundesversammlung wäre dann endgültig Geschichte.